In den letzten beiden Videos hast du gesehen, wie wir in Filipino-Manier einmal über die komplette Insel gereist sind, um für Silvester vom Hafenort San Jose nach Palawan zu reisen. Leider haben sie die Fähre kurzfristig einen Tag nach vorne geschoben und wir haben sie verpasst. Verlegen die Fähre einfach willkürlich einen Tag nach vorne. Jedenfalls muss jetzt ein neuer Plan her. Wie wir also doch noch das Feuerwerk am weißen Traumstrand unter Palmen genießen konnten, das siehst du heute. Okay, let's go. Thank you, my friend. Von diesen Tricycles in den Vans geht immer so schnell, ne? Wieso brauchen wir denn immer 80 Stunden für 200 Kilometer? Ja, weil das Fahrzeug an sich nicht schnell ist. Aber es ist auf jeden Fall, dass sie immer direkt fragen, wo willst du hin, und dann schmeißen sie dich genau im richtigen Van raus. Also, ja, das ist schon cool. Das ist immer, ja, das ist immer total lieb. Also ich denke, es sind die Straßen einfach, dass man so ultra langsam fährt. Das ist der krasse Verkehr. Ja. Und es ist einfach, dass wenn man dann mal ankommt an einem fairen Leger, der dann nach Willkür fährt. Cheers. Plus, dass sie auch einfach super oft anhalten. Ne? Das ist ja kein Problem, einfach zu sagen, ey, kannst du mich an der und der Stelle rausschmeißen? Pula la cao. Wahrscheinlich schon erkennen konntest, haben wir uns nach der Grübelei im letzten Video für Option 2 entschieden und sind zurück zum letzten Ort Bulalacao, von wo wir jetzt mit der Fähre nach Boracay fahren. Danke zu der Fahrt. Ja, war okay, war schon ein bisschen wackelig. Aber gut. Jetzt sind wir angekommen in Katiklan, werden ein kleines Schiff nehmen nach Boracay. Und dann sind wir nur noch eine Dreiradfahrt entfernt von unserer Wohnung. Da wird die Fähre jetzt gehen. Wir müssen erstmal rein, Ticket kaufen und dann. Ja, rein, das Ticket kaufen war einfach feinste bürokratische Leistung. Einmal anstehen in der Schlange zur Terminalgebühr. Einmal anstehen in einer separaten Schlange zur Umweltgebühr. Und einmal anstehen in einer nochmal separaten Schlange fürs Bootsticket an sich. Ja, die Fahrt war jetzt relativ schnell, 10 Minuten oder so, wenn nicht mal. Angekommen. Boracay, Boracay, Boracay. Haben wir es endlich geschafft, hier nach Boracay. Ist ganz kuschelig, ist ganz schön und ich führe dich einmal rum. Aber merken Sie sich diesen Tisch, merken Sie sich die Höhligkeit, die Dunkelheit. Aber ein sweetes Badezimmer, du gehst quasi hier die Treppe hoch. Das finde ich eigentlich ganz cool. Duschbereich und so. Getrennte Schlafzimmer finde ich sehr schön. Und dann merken Sie sich auch diese Terrasse. Ist ganz okay, ne? Cool. Ich habe halt gesehen, dass im gleichen Gebäude noch eine andere Wohnung ist, die frei ist. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben uns mich eben gerade angeguckt schon. Jetzt sind wir einfach am Grübeln, als welche wir nehmen. Das sind noch ein paar Treppen mehr, ey. Das hier ist noch ein Penthouse, was frei ist, einfach direkt über, unterm Dach, das ist halt übel warm. Die Wohnung ist nicht so geil eigentlich wie die untere, weil es auch keine getrennten Räume sind, aber, open. Du hast halt diese geisteskranke Terrasse hier. Und mit dieser Terrasse siehst du einfach rundum, also fast rundum, was hier auf der Insel abgeht. Das sind alles keine Unsummen, weißt du, unten die kostet nur 30 Euro, oben die kostet nur 45 Euro. Aber unten fühlen wir uns eigentlich ein bisschen wohler, so, weil es so kuscheliger ist. Aber hier, dieser Blick ist so krass. Welche würdest du nehmen? Ja, wenn sie eh leer ist, können wir auch die ganze Zeit hier hochgehen und hier chillen, by the way. Weil der Schlüssel steckt einfach draußen. Jetzt chillen wir erst einen Moment, weil wir einen Tag eh in der Wohnung sind, duschen, essen was. Und dann gehen wir zum Strand und gucken uns das Feuerwerk an. Jetzt haben wir uns hier hochgeschlichen auf die Terrasse des Penthouses und genießen einfach diesen krassen Sonnenuntergang. Wir haben so lange keinen Sonnenuntergang. 2022, last sunset of the year. Isn't this amazing? Very grateful. Boah, ich schleiche mich jetzt endlich mal aus dem Haus, um uns was zu essen zu holen, nachdem wir uns kurz ausgeruht haben. Ich hoffe, dass wir was Veganes hier in der Umgebung finden. Boah, der Nachbarschaft ist richtig wild hier. Ha 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 ha!
aber in dem kleinen Gemüseladen gerade noch was eingekauft und ein Kilo Reis. Ich denke, damit können wir uns was zaubern. Gemüse, Gemüse, Reis, Pfanne. Working, 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 working. So, wollen wir jetzt zur späten Stunde mal die Filipino-Neujahrsaktivitäten auschecken. Ey, das ist es einfach nicht, ne? Das ist mir einfach zu spät, Leute. Ah, die ist gut drauf. Wir finden absolut kein Taxi, was nicht übelst überfüllt ist. Deswegen laufen wir jetzt über die halbe Insel, aka 3 Kilometer. Wir sind kurz in das 7-Eleven eingekehrt und gucken, ob wir hier einige alkoholisierte Getränke finden. Deutsche Qualitätsprodukte. Aber das ist einfach nicht meins hier. Ne? Ich bin eigentlich eher ein Freund der Landwirtschaft. Aber das ist in den Philippinen einfach nicht so gegeben. Der Brew Kettle Radler. Das ist aber alles eine Plörre. And this ice cream. Wir haben jetzt langsam die Downtown Area erreicht und es wurde uns gesagt von mehreren Locals schon, das ist jetzt das erste Mal, dass es hier Fireworks am Strand gibt, weil die letzten 3 Jahre hier geschlossen war und deswegen tummeln sich alle an dem Strand. Ich bin schon dankbar, ne? Weißer Sandstrand, leichtes Wellenrauschen an den Füßen. Schon schön, Mann. Gerade übel angefangen zu regnen. Wir stehen jetzt hier mit Tausenden von Menschen an dem Strand und alle gucken gespannt aufs Meer. Wahrscheinlich geht's hier gleich ab. 3 Minuten noch. Alle halten jetzt ihre Handys aufs Meer. 1 Minute noch. Persönlich fühle ich dieses Oh, neues Jahr nicht so sehr. Mir gefällt die Idee, das Datum zu nutzen, um zu reflektieren und um anzupassen, aber das könnte jeder Tag sein. Das heißt nicht, dass wir nicht das Feuerwerk heute Abend genießen. Das Leben, das wir leben möchten, beginnt in diesem Moment. Nicht heute um Mitternacht, sondern genau jetzt. Feiern wir diesen Tag wie jeden anderen Tag. Lass uns Mitgefühl feiern und einfach genießen, dass wir leben und atmen. Das, was wir hier alle gemeinsam erleben, dieses Leben, es ist so surreal und es ist so kurz. Happy New Year.